Das ist immer noch so das Beste, oder was bei mir natürlich noch nie passiert ist, ist, wenn man so plötzlich so gesagt bekommt, Alter, ich freue mich irgendwie jeden Tag auf deine Videos. Und ja, also sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich sowas mal erlebe, dann kriege ich aber auch, denke ich, dann hat mein Leben, ist dann schon wieder so ein bisschen so erfüllter, meine ich natürlich nicht erfüllt, sondern halt ein bisschen erfüllter, weil eigentlich sind so die einzelnen Ziele in meinem Leben so, bringen Leute zum Lachen. Beziehungsweise bringen sie dazu, irgendwie mal so andere Themen zu vergessen. Also zum Beispiel Stress mit der Freundin, jetzt ganz ehrlich, also ich wünsche mir, dass ihr irgendwie vergesst, also so gesehen den Tag, der davor war, vergesst. Ne? Also so gesehen alles, was davor abgelaufen ist. Jetzt sei es Stress mit der Freundin, Stress in der Schule, Stress bei der Arbeit. Dass ihr sowas halt mal vergesst. Einfach so sind, denkt, was ist überhaupt heute den gesamten Tag passiert. Ah, wir sind jetzt so wichtig, wir hören dem Typen zu. Und das reicht uns. Also sowas, denke ich, versuchen auch viele Let's Player zu erreichen. Natürlich auch noch neben dem Hobby. Ganz einfach Leute zu unterhalten. Das ist meine Ansicht über das Let's Playen, beziehungsweise allgemein so auf YouTube da zu sein. Ne? Ich meine, da muss ich auch ausnahmsweise mal sagen, hier, Simon Desue hat es lange Zeit geschafft, mich persönlich sehr zu unterhalten und mich einfach mal abschalten zu lassen. Also, mal so gesehen sagen zu können, Stress, was ist das? Weil früher fand ich echt, also früher, muss ich jetzt ungelogen sagen, früher fand ich Simon Desue, die Außenseite und so, fand ich, da waren die besten YouTuber für mich. Also jetzt nicht nur von den Abo-Zahlen her, sondern halt so allgemein, ne, waren halt die krassesten, die witzigsten, ne. Und jetzt persönlich finde ich die natürlich nicht mehr so sympathisch, jetzt so. Weil Tricks, die Simon Desue vor allem gemacht hat. Habe ich euch überhaupt schon mal erzählt, dass ich mich jetzt gerade total verlaufen habe? Glaube ich. Ja, so die Tricks, die Simon Desue halt gemacht hat, finde ich persönlich jetzt nicht in Ordnung. Okay. Jeder sollte sich da jetzt ein eigenes Bild drüber machen. Oder wie die Bild sagt, bild dir deine Meinung. Will mich auch jetzt niemanden irgendwie dazu veranlagen oder hier dann zu haten. Auch wenn ich das eh nicht schaffe, weil ich mit meiner, da muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, ich mit meiner Mini-Abo-Zahl, ich muss sagen, gefällt mir auch ganz gut, noch so wenig Abos zu haben. Ach, hier war ich schon mal. Also noch so wenig Abonnenten bzw. Zuschauer. Okay, Zuschauer hätte ich liebend gerne mehr. Bzw. mehr Kommentare. Also schreib mal ein bisschen mehr. Solltest du jetzt dieses Video sehen, schreibe einen Kommentar und du gewinnst eventuell einen Schlag in die Fresse. Nein, dann kriegt ihr nichts, außer vielleicht eine schöne Antwort oder was weiß ich. Es sei denn, ihr schreibt irgendwas Beleidigendes, dann bin ich auch beleidigt, dann hate ich zurück, dann bin ich aber ganz böse. Ja, also, ganz ehrlich, also, ne? Schreibt ruhig mal ein bisschen mehr. Außer auf meinem Kanal oder so, also auf meiner Kanalpinwand, genau, auf meinem Kanal. Ja, schreibt ruhig ein bisschen mehr, also mich stört's nicht. Hab zwar dann auch ein bisschen mehr Arbeit. Ach, nee! Na! Was sehe ich denn da? Sehe ich da etwa ein M-P-K-Dorf? Ein NPC-Dorf? Jetzt könnte ich, wäre ich jetzt gerade nicht im kompletten Vollbildmodus von Minecraft, könnte ich mal nachgucken, was jetzt überhaupt die genaue Definition von NPC ist, aber hier sehe ich doch tatsächlich ein NPC-Dorf. So, da wir noch keine NPCs in Minecraft haben, mit meinem 1.8er, heißt es nun erstmal sagen, geil, weil das geil aussehen tut. Na, pff, pff. Oh nee. Ach nee.
Notch, du. Du Vollhorst, du. Baut der jetzt erstmal da oben was hin. Mhm. Mhm. Und wie soll ich da jetzt als Otto Normalbürger rankommen? Okay, die NPCs sehen sowieso komisch aus, also, Hust, ein paar Videos angeguckt, aber so an sich finde ich, sieht das jetzt hier schon mal ganz geil aus, so ein Haus so mitten in so einer Schlucht so. Finde ich, hat was. Oder hier der Weg. So Wege finde ich sowieso, also so aus Kies, die Wege, die finde ich sehr eh immer sehr episch. Aber ich verlaufe mich hier nur. Ich finde gleich nicht mehr zurück. Aber es wird, man wird dann endlich, also endlich in Anführungsstrichen, wann wird es mal dunkel. Na, hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Ich wurm mich jetzt, dass ich irgendwie nicht mehr zurückfinde, so richtig. Ne, wo waren wir denn? Wo war ich denn, meine ich natürlich. Wo war ich denn jetzt stehen? Ich glaube, ich baue mich mal gerade erstmal hier hoch. Oh, siehst du, da wird's dunkel. Seht ihr, da wird's dunkel. Was ich jetzt momentan auch immer sage, wenn irgendjemand hier meint, dass meine Let's Plays enorm blöd seien, beziehungsweise also das zu produzieren, sag ich mal, ja, wieso? Ich kann damit eventuell später mal Geld verdienen. Wie gesagt, eventuell, kommt halt auch immer auf die Begebenheit an. Aber nun sollten wir uns etwas beeilen, entweder in die NPC-Häuser zu gelangen. Haben wir eine Wolle? Nee, wir haben keine Wolle. Heißt so viel wie... verdammte Scheiße, rennen. Sollen wir es jetzt machen? Ich werde den Rest hier... ich lasse den Rest hier stehen. So, also verdammte Scheiße, rennen. So, das sieht doch... hallo. Oder ich mach... oh, ein Enderman. Oh, ein Zombie. Voll fallen gelassen. Wo kann ich... och, Mann, ey. Wo muss ich denn hin? Huch, ey. Gut. Gut, erstmal aus. Aus mit denen, ist mir jetzt gerade ernsthaft zu blöd hier in der Nacht mit monströsen Monstern rumzurennen. Jetzt eventuell seht ihr mal wieder nichts mehr. Ne? Also eventuell guckt ihr jetzt gerade ganz blöd. Oder ich habe doch irgendwie Brightness oder so, habe ich doch enorm hochgestellt. Ne? Ja, okay, 40%, das reicht erstmal für euch. Hoffe ich mal. Ne? So. Denn ich habe mich total verlaufen. So, auch alles gleiche. Aus hier. So, hier ein braunes Schaf. Das lassen wir aber mal. Oh, hier ein See. Hier noch Kürbisse. Ich glaube, hier war... ich aber noch nie. Nope. Hey. Ja. Das ist ja super. Ich finde nichts. Ja. Tatsächlich. Okay, ich laufe jetzt einfach wieder